Es heißt nicht, dass wir jetzt alle vegan leben müssen, aber ihr seht, eine gesunde Ernährung ist wichtig, auch um Krebs oder die Entstehung davon zu vermeiden. Krebserkrankungen sind nicht nur ein großes Thema, sondern immer noch die mit häufigste Todesursache weltweit. Laut dem Bundesgesundheitsministerium erkranken im Jahr circa eine halbe Million Menschen neu in Deutschland an Krebs. Und auch die Ernährung spielt dabei eine tragende Rolle. Heute schauen wir uns ein paar Lebensmittel an, die das Krebsrisiko erhöhen können. Und manche davon sind keine große Überraschung, aber ein paar davon sind jedoch nicht allseits bekannt. Vielen Dank für die Unterstützung auch bei diesem Video an den VRK. Und jetzt starten wir mit krebsfördernden Lebensmitteln. Fangen wir an mit Alkohol. Wahrscheinlich ist das jetzt keine große Überraschung für euch, denn Alkohol ist generell nicht gesund für den menschlichen Körper. Es ist ein Zellgift und besonders das Risiko für Krebs in der Mundhöhle, Speiseröhre, in der Brust oder in der Leber wird durch Alkoholkonsum erhöht. Warum Alkohol die Krebsentstehung tatsächlich fördert, ist noch nicht vollständig erforscht. Ein Grund aber könnte der im Alkohol enthaltene Stoff Acetaldehyd sein. Dieser geht leicht Bindungen mit anderen Molekülen ein, unter anderem auch Erbsubstanzen, also unserer DNA, welches dann zu Mutationen führen kann. Das ist der Ursprung für eine Krebserkrankung. Was viele nicht wissen, auch das Risiko für Brustkrebs wird durch Alkoholkonsum erhöht, denn Alkohol wirkt sich unter anderem auf die Menge und Wirkung verschiedener Geschlechtshormone aus. Also was lernen wir daraus? Am besten Finger weg vom Alkohol oder wenn dann nur in Maßen genießen und das nicht täglich. Davon abgesehen, ich verlinke es euch hier, ich habe ja auch ein Video gemacht zur Alkoholvergiftung. Nur weil Alkohol, sagen wir mal, salonfähig ist und in unserem Leben eine Rolle spielt, denn Alkohol gehört ja fast zum guten Ton auf jeder Feier dazu, ist es nicht nebenwirkungsfrei. Ganz im Gegenteil, es ist schlimmer, als man glaubt. Ja, kommen wir zu Zucker. Ganz interessant, denn unser geliebter Zucker, der ist nicht risikofrei. Und das, obwohl sich der Industriezucker mittlerweile fast in jedem Lebensmittel wiederfindet. Und zwar viel zu viel. Warum? Weil Zucker günstig ist und somit auch Menge gemacht wird. Die Tumorzellen, die stürzen sich auf die Glukose und vor allem auf Fructose, auf den Fruchtzucker. Und wenn dann der Tumor, der Krebs im Körper schon gewachsen ist, dann kann ein vermehrter Zuckerkonsum sogar die Gefahr auf die Metastasenbildung steigern. Metastasen sind Absiedlungen, Tochtergeschwülste von Krebsabsiedlungen. Wenn wir jetzt in der Fachmedizin von Metastasen sprechen, dann bezeichnet man das jetzt umgangssprachlich als der Krebs hat gestreut. Merke, Zucker ist der Kraftstoff für Tumorzellen und es gibt nicht wenige Untersuchungen, die zeigen, dass eine zuckerlose Ernährung und eine Ernährung, die basiert auf unverarbeiteten Lebensmitteln, deutlich fördert für die Heilung und für die Gesamtgesundheit. Rotes Fleisch und Wurst essen wir alle mal ganz gerne. Vor allen Dingen Wurst ist ja in Deutschland etwas, was fast auf jedem Frühstückstisch landet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, der WHO, gab 2015 in einer Pressemitteilung bereits bekannt, dass nach einer Auswertung von circa 800 Studien der Verzehr von verarbeitetem Fleisch, also die sogenannte Dauerwurst gerade, als krebserregend erwiesen wurde. Der Verzehr von sogenanntem rotem Fleisch sogar als sehr wahrscheinlich krebserregend einzustufen ist. Die Studienergebnisse lassen Rückschlüsse darauf zu, dass der Konsum von Fleisch das Risiko auf bestimmte Krebsarten wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, Prostatakrebs oder Darmkrebs steigert. Der Verzehr von zu viel rotem Fleisch, gerade auch Schweinefleisch vor allem, bringt das sogenannte Hemmeisen in den Körper, welches das Erbgut schädigt und die Zellteilung fördern kann. Und das wiederum ist ein wichtiger Faktor in der Entstehung einer Krebserkrankung. Auch hier verhält es sich wie Zucker. Ist der Krebs bereits im Körper entstanden, fördert diese Aufnahme des Hemmeisens das Wachstum von bestehenden Krebszellen und macht diese dem Immunsystem gegenüber sogar noch stärker. Milch. Der Konsum von tierischer Milch ist schon lange ein sehr umstrittenes Thema. Fakt ist, Milch enthält viele wertvolle Nahrungsstoffe, wie zum Beispiel Kalzium oder Vitamin B2. Die gibt es aber auch in anderen Getränken. In der Forschung sind allerdings einige Parallelen im Zusammenhang mit Krebs- und Milchkonsum aufgefallen. In Asien beispielsweise, wo kaum Milch verzehrt wird und eine hohe Laktoseintoleranz herrscht, also eine Intoleranz auf Milchzucker, ist die Brustkrebsrate niedriger als in anderen Kontinenten mit vergleichsweise hohem Milchkonsum. Und eine Studie aus 2020 hat knapp 53.000 Frauen 8 Jahre lang begleitet und es stellte sich heraus,
dass das Brustkrebsrisiko höher stieg, umso mehr Milch getrunken wurde. Kuhmilch ist vor allen Dingen für Kälbchen ausgelegt. Diese verdoppeln ihr Körpergewicht innerhalb des ersten Lebensjahres. Und bei Menschen dauert dies deutlich länger. Man geht davon aus, dass eben dieser Aspekt der Milch auch einen Einfluss auf das Wachstum von Krebszellen hat. Da mache ich ja offensichtlich alles richtig, weil ich trinke ja meinen Kaffee nur noch mit aufgeschäumter Hafermilch. Grundsätzlich gilt jetzt aber erstmal kein Grund zur Panik. Es geht darum, eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu haben, denn die ist generell wichtig und richtig. Die Lebensmittel, die ich aufgezählt habe, fördern das Risiko einer Krebserkrankung nur, wenn deutlich zu viel konsumiert wird. Achtet also einfach ein bisschen drauf, was und wie viel ihr davon esst. Es heißt nicht, dass wir jetzt alle vegan leben müssen, aber ihr seht, eine gesunde Ernährung ist wichtig, auch um Krebs oder die Entstehung davon zu vermeiden. Vielen Dank an den VRK und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.